Ja, wir sind drin. Und was war so schwer? Warum war ich dumm? Warum? Darum! Genau, da bin ich reingeflogen. Alter, wie kalttypisch. Wir waschen durch. Okay, komm schon. So, jetzt wird gewascht. Oh ne, jetzt kommt das schon wieder. Warte. Hä? Hier kann man nicht direkt rein? Komisch, als Link ging es. Egal, ich komme so rein auch. Hey, wir kriegen jetzt gleich ein Leben, ein One-Up oder auch nichts. Scheiße. Aber hier draußen wird... Oh, sorry fürs Stoßen. Alter! So. Wir werden gleich ein Leben bekommen, aber nicht in diesem Level. Ja, ja, Mario spielen ist schwer. Oh Gott, wieso will ich Super Mario Bros. 2 zocken? Alle drei Marios in der Kindheit schon mal durchgespielt. Aber nicht ganz von eigener Kraft, ja. Aber es war einfach so ein geiles Gefühl, so ein schweres NES-Spiel mal durchzuhaben. Okay. So, jetzt habe ich mein One-Up bekommen. Na, super. Wirf. Komm schon, wirf! Hey! Das war mutig und gut, finde ich. Oh ja, stimmt. Alter. Scheiße, wie geht es? Die Mucke ist einfach awesome hier. Komm schon, du scheiß Blooper. Ja, Super Mario Bros. 2 für den Famicom ist auch so logisch. Bloopers, die in der Luft schweben. Mhm. Und ich bin Marios Mutter. Schon wieder unten. Nein, ich habe was erwischt. Oh ja. Okay. Das heißt, ich kann schon mal auf die Punkte unten verzichten. Oh yeah, Power-Ups bis zur Feuerblume. So lobe ich es mir. Und hier ist es gar nicht so schlimm, dass Mario mit Feuerblume sofort klein wird. Aber ein MKF, da ist es echt schlimm irgendwie. Oh yeah, wann wird das LP zu Ende sein? Wir wissen es nicht. Lang ist ja nicht mehr hin. Außer ich stelle mich blöd an. Hey, das war gut. Nein, das war riskant. Ah! Genau, das Level gab es schon mal. 1-3. Alter, ihr freut euch bestimmt. Super, wenn der Bildschirm mal stehen bleibt, damit das Bild nicht so vermatscht ist. Aber naja, mehr kann ich auch nicht tun für euch. So, oh, wir starten hier. Oh, ich habe mal ein Let's Play gern geplant zu Super Mario Land. Das sollte mal kommen. Aber wann, weiß ich nicht. So, geschafft. Alter, was habe ich so für nice NES-Spiele? Ich habe hier nochmal Super Mario Bros. 1 rumliegen und dann nochmal. Echt geil, dass ich das Spiel dreimal habe. Warum auch immer. Ja, einmal, habe ich schon mal gesagt, wegen meiner Oma geschenkt bekommen und einmal in einem Spielepack war es dabei, wo auch Tetris drin steckt. Wow! Mhm. Die Steuerung ist schrecklich. Huhuhu. Ah, geil, dieses Spiel einfach. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich es mal so loben würde. Ah, ah, ah. Nein, das war klar. Das war klar. Oh, oh, oh. Scheiße. Ja, danke, du scheiß Feuerball. Entwickler, das war genial von euch. Da muss ich mal euch fürs Level-Design loben. Scheiße, ich habe die Leben nicht gesehen. Na, Select-Taste wurde hier noch nicht mal eingebaut. Oh, scheiße. Nein, bitte nicht wieder das Theater bis zur Welt 5 vorspielen. Sowas mag ich nicht. Oh Gott. Super Mario Bros. Crossover war schon da besser, weil du da nur die Welt wiederholen musstest und nicht das ganze Game. Komm schon.
wollen hier doch nicht failen. Nein! Nein! Guter Witz, du Bastard. Was mache ich euch jetzt mit euch, Kinders? Ich zeige euch jetzt mal den Sternenbug. Oh ja, das machen wir. Alter, warum geht's nicht voran? Egal. So, wir scheißen auf die Punkte. Denn viel Leben ist bei dem Scheiß doch nicht irgendwie letztendlich rausgekommen. So. Obwohl, Punkte sammeln ist wirklich wichtig. Geil. Aber es raubt Zeit, deswegen muss ich jetzt immer auf Zeit spielen. So. Ist hier der Stern? Nein. Ist er nicht. So. So, ich werde euch jetzt mal zeigen, was der Stern kann. Und es ist einfach awesome. Nein, komm schon, nicht hängen bleiben. Scheiße, wieder ein Hängerbleiber. Alter! So, jetzt hat's. Yeah. Ich hab's drauf. Awesome, oder? Hier nochmal Dank an Demisai und ja. Kenne ich's wirklich nur durch ihn? Ich glaube, er hat ein Video dazu hochgeladen. Ja, ich kenn's durch ihn. Und hab's mal bei der Demo von S-Super Mario Bros. 1 in Super Mario Smash Bros. Over ausprobiert. Warum in der Demo? Ich wollte halt so voll die NES rausholen, da war sie noch im Keller damals. Oh ja. Einfach geil, dass du die Wii als NES nutzen kannst. Als SNES. Die Wii ist einfach so eine geile All-In-Konsole. Naja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn bald eine nächste Next-Generation-Konsole vor dir kommt. Ist ja zwar noch nicht offiziell, aber ja, wenn sie jetzt die Wii absetzen, ich weiß nicht, wäre schon ein bisschen schade. Ich meine, Mario braucht ja nicht Next-Generation-Grafik. Und ja. Okay, ein Metroid in Next-Generation, das wäre einfach geil. Danke, das ist auch geil. Aber ja, ich will nicht, dass die Wii out wird. Ich hab die Konsole so 2008 erst. Meine Schwester hat sie 2008 bekommen. Wäre schon schade, dass so noch so. Okay, 3 Jahre sind schon viel, aber ich habe so wenig gezockt. Wäre schon schade, wenn jetzt die Konsole abkommt. Ich habe sie eh nur wegen Mega Man gekauft und Metroid. Oh ja. Hab eh nicht viele Games, also ich muss noch vieles dazu kaufen. Das ganze Potenzial der Wii muss ausgenutzt werden. Was für geile Titel gibt's da? Zelda! Ich schäme mich, ich habe keinen einzigen Zelda-Titel. Einfach. Oh, ich habe doch geballert. Na, habe ich nicht. Alter, nee, das ist riskant. Hey, das. Oh Gott. Alter, trapp keinen Scheiß, Mario! Ich wusste, dass das LP hier eine Katastrophe wird, aber naja, es geht. Ich meine, bis Welt 5 müssen wir ja kein Kersel wiederholen, das ist schon mal was. Und oh Gott, der verkabelte Keil hier. Oh yeah, NES. Habe ich damals einfach schlicht nur Nintendo genannt. Ich will Nintendo spielen. Darf ich Nintendo spielen? Klar darfst du doch Solomon. Nee, ich wurde nicht Solomon genannt. War das gerade ein Hängerbleiber? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe MKF vor der Aufnahme gerendert, aber dann habe ich mir gesagt, nee, besser nicht. Besser flüssigerer Spielablauf. Und ja, abgebrochen wurde das Rendern von MKF. Habe ich gerade vorhin Upload gesagt? Wenn ja, dann meinte ich Rendern. So. Gar nicht mal so schlimm. Das habe ich schon mal gesagt. Und dann ging ich Game Over in der Welt. Ja, ich traue mich nicht, die Koopas auf die ganze Menge hier zu schubsen, weil am Ende federt's ab und trifft mich dann. Scheiße. So.
So in 5-2, das Wasserlevel will ich nicht machen. Wäre auch ein bisschen abwechslungsreich, aber ja, was heißt ja Abwechslung? Ihr kennt ja mittlerweile schon Mario, wenn ihr das LP mit Link gesehen habt. Oh, wieder! Ich hab gedrückt, aber nein. Es kam eine Scheiße. Oh, inzwischen ist bestimmt mein Dragon Ball Part 2 online. Oh, 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 wie ich immer nur Scheiße im LP habe. Ich mein, anderes LP, mein LP erwähnen. Ist das wichtig? Ich denke mal, ja. Kann man nicht irgendwie schief springen? Komm schon. Hä, ich konnte es am PC. So komische Bunny-Springe. So aus dem Stand und dann seine Beine sind komisch angeordnet. Egal. Vielleicht. Nee, es war schon hier komisch. Oh Gott, wie risikovoll. Genau, hier geht's in scheiß Unterwasser-Dingsbums. Mal schauen, ob der obere Weg besser ist. Oh ja, das ist irgendwie. Hey. Das war klar, ich wusste es. Das ist mein Secret statt das scheiß Wasserlevel. Ja. Oh oh, die Plattform bewegt sich euch hier hin. Alter. Schlecht. So, alle drei geschnappt, wie schön. Ha! Nein! Scheiße, nein! Hey, geht hier nicht auch der Bug wie in 3-1? Ich weiß es nicht. Jetzt kommt noch erstmal 5-3, das ist scheiße. Ich höre ein komisches Geräusch. Das, naja, egal. Nein! Ich hätte so gerne den Kersel mit Feuerblume gestartet. Hey, Kai, jetzt ernst spielen, weil jedes Leben zählt. Wenn du hier jetzt eins vergeudest, das ist echt umsonst. Unnötig, Digga. Würde unser kleiner Kakelok sagen. Oh, Mann, ey, einfach. Nein, Kai, konzentrier dich jetzt. Scheiße. Da hat mir der Anlauf gefehlt. Da hat mir eindeutig der Anlauf gefehlt. Nein! Alter Mann! Vier Leben, bitte. Die vier Leben jetzt fürs Kersel. Oder wenigstens den nachfolgenden Scheiß. Scheiß. Ah ja, jetzt komm, jetzt zu springen ist. Alter. Wenn jetzt was kommt, ey. Das sind wir wieder. So. Scheiße, es ist echt knapp. Nein!